Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr wisst, dass im Moment ganz, ganz viele Abmahnanwälte und Anwältinnen unterwegs sind, die euch das Leben schwer machen, wenn ihr Atemschutzmasken, Mundmasken, Mundschutz oder ähnliches Spuckfilter herstellt und diese ehrenamtlich oder gegen Entgelt verteilt. Da wir uns aber die soziale Hilfe, das Miteinander und diese Gesellschaft nicht kaputt machen lassen wollen von Abmahnanwältinnen und Abmahnanwälten, habe ich mir einen Anwalt eingeladen, nämlich den Gregor. Und der Gregor, der kann euch ganz, ganz viele Fragen zu diesem Thema beantworten. Guten Morgen, Gregor. Morgen, Benni. Das klingt so ein bisschen, als wäre ich der Anti-Abmahnanwalt. In diesem Falle vertrittst du tatsächlich die gute Seite eines ganzen Berufsfeldes und ich danke dir auch ganz herzlich dafür. Im Moment haben viele Menschen Angst, Gregor. Und zwar, dass sie abgemahnt werden für ein soziales Engagement, das sie an den Tag legen. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, finden wir einen Weg, dass Menschen ihre soziale Arbeit und ihr soziales Engagement fortsetzen können, ohne dass sie dafür abgemahnt werden? Ja, also zum Vorab, ich glaube, beides ist möglich, also dass es nebeneinander existieren kann, ohne dass die Abmahnungen reinprasseln. Ich gehe mal kurz ein bisschen auf den Hintergrund ein, damit man einfach das Verständnis dafür hat. Also die Thematik, um die es geht, ist einfach die, dass wir hier von Masken halt reden, die oftmals eben als Schutzmasken, als Atemschutzmasken, Virenschutzmasken oder sowas auch bezeichnet werden. Und die Problematik, die dadurch entsteht, ist einfach die, dass es ein Medizinproduktegesetz gibt, was zum Beispiel vorschreibt, wenn du irgendwelche Gerätschaften, Applikationen oder Gegenstände halt herstellst, die irgendwie eine medizinische Wirkung haben oder halt für den Gesundheitsschutz geeignet sind, dass die halt auch vorher geprüft werden müssen, dass die auch das letztlich halten, was sie versprechen. Ja, also stell dir einfach vor, du hast ein Beatmungsgerät oder du hast einen Herzschrittmacher oder sowas oder ein Kondom, ja. Und das hat halt nicht die Eigenschaften, die es haben soll, dann kann das zu sehr unerwünschten Folgen führen. Und so ist es eben auch mit allen Dingen, die zum Beispiel Krankheiten verhindern sollen oder zumindest halt Übertragungswege eindämmen sollen. Und man läuft, es ist nicht ganz, man ist sich da ein bisschen uneinig, aber die Richtung geht dorthin, dass Atemschutzmasken wohl als Medizinprodukte anzusehen sind, wenn man sie ausdrücklich als solche Schutzmaßnahmen deklariert, mit der Folge, dass es unter das Medizinproduktegesetz fällt, mit der Folge, dass man die Sachen sauber in so einem Konformitätsverfahren prüfen müsste, mit der Folge, dass wenn man es nicht macht, Mitbewerber unter Umständen das Ganze abmahnen lassen können, wegen Verstoßes eigentlich gegen gesetzliche Vorschriften, ne, gegen schützende Vorschriften. Okay, also wenn ich richtig verstehe, geht es um eine Produktklarheit, um eine klassische Produktklassifizierung. Wenn ich dann jetzt sagen würde, meine Maske ist ein Modeaccessoire oder ein Designelement, ein modisches Kleidungsstück, wir machen Masken sozusagen sexy als Kleidungsstück, dürfte ich die trotzdem immer noch verwenden, produzieren, verkaufen und auch diese Masken würden zumindest bedingt, je nach Dichte des Gewebes, verhindern, dass ich meinen Gesprächsnachbarn mit Spucke im Gesicht treffe. Ja, also ich glaube, das Letztere, das ist auf jeden Fall auch unstreitig, dass dieser passive Schutz, also dass du halt einfach, wenn du was vor dem Mund hältst, dass du dadurch selbst eben weniger Spucke oder sonst was beim Reden vielleicht los wirst. Genau, aber wie du es gesagt hast, wichtig ist tatsächlich die Deklaration, also wie nennt man die Teile, wenn man klar hervorhebt, dass das irgendwie ein modisches Accessoire ist oder dass das halt einfach eine Gesichtsmaske ist, ja, oder eine Nasen-Mund-Bedeckung oder sowas, dann ist es erstmal neutral. Problematisch wird es nur dort, wenn du halt in der Bezeichnung oder in der Beschreibung wirklich konkrete Schutzwirkungen versprichst, ja. Also wenn das Ding Atemschutzmaske heißt, Mundschutz, Virenschutz, ja, dann impliziert es einfach, dass das ein Produkt ist, was eine Schutzwirkung nachgewiesen halt auch hat. Ja? Und wenn du aber diese Medizinprodukteprüfung bisher nicht hast, wäre das eben das Problem. Deswegen Empfehlung ist einfach, lass diese ganzen Begrifflichkeiten weg, wie Schutzmaske oder überhaupt generell alles, was eine konkrete Schutzwirkung impliziert. Und nenn es einfach einen schönen modischen Nasenaufsatz. Eine modische Mundmaske. Eine modische Mundmaske.
Ja, dann müssen wir das Ganze jetzt nur noch mit einem landesweiten Hashtag versehen, und zwar wir machen Masken sexy. Auf jeden Fall. Das klingt Hashtag auch gut. Masken ja. sind sexy. Hashtag wir machen Masken sexy. Jetzt, Gregor, wir haben das Ganze jetzt in einem Video dargestellt. Kannst du das für uns auch noch textlich zusammenfassen? Aber sehr gerne. Also ich schreibe das alles in eine Zusammenfassung runter. Und dann machen wir es einfach, je nachdem, wo wir das Video veröffentlichen, unten in die Beschreibung rein oder wir verlinken es als Dokument mit im Beschreibungstext. Perfekt, großartig. Das heißt, alles in der Videobeschreibung von einem Anwalt. Und Leute, lasst euch nicht entmutigen. Gregor, tausend Dank für das Fachstatement hier. Danke dir, Benni, für den Einsatz. Das ist super. Also ich glaube, das Wichtige an der Geschichte ist einfach, dass sich die Leute echt nicht entmutigen lassen. Und dass man auch nicht zu sehr jetzt auf die Pauke haut, wenn man solche rechtlichen Hürden mal hochkommt. Das muss man durchdiskutieren, man muss schauen, wie man es regeln kann. Ich denke, das hier ist ein Weg, wie man die Sache gut lösen kann. Und da kann auch jeder dann entsprechend weiter seine Hilfe anbieten, was total wichtig ist. Super, danke. Wir lassen uns nicht entmutigen und wir kommen gemeinsam aus dieser Krise rausgeritten. Bleibt an den Nähmaschinen dran, näht weiter modische Designmasken. Exakt. Die sexy sind. Modische Accessoires für euer Gesicht. Und verdammt, wir machen Masken sexy. Peace, danke, bis bald. Ciao.